In Königin der Berge geht es um den 40-jährigen Robert Turin, der an Multiple Sklerose erkrankt ist. Er befindet sich im Heim, im Rollstuhl und möchte nur eins mehr im Leben, nämlich selbstbestimmt sterben. Und dazu sucht er das ganze Stück über nach möglichen Personen, die ihn in die Schweiz bringen können, um dort die Sterbebegleitung in Anspruch zu nehmen. Also am Anfang habe ich ein bisschen Angst gehabt wegen dem Thema MS und im Rollstuhl, und man versucht ja dann irgendwie dem auch gerecht zu werden. Also so ist ein bisschen die Angst, dass man ein Klischee bedient und nicht wirklich das erfüllt oder erfüllt, wie ein MS-Kranker sich wirklich fühlt. Ich glaube, das Publikum erwartet eine Möglichkeit, in den Kopf von einem Menschen zu schauen, wo man oft nicht die Möglichkeit dazu hat oder da gar nicht dran denkt. Und dass wir es mit unseren Mitteln in einen Rhythmus hineinziehen, der überraschende Wendungen, spannende Figuren und, glaube ich, besondere Momente zeigen kann.